reeller Grenzwert einer Funktion an einer reellen Zahl. Wir starten mit diesem Beispiel, indem wir sofort erkennen, dass die Zahl 1 kein Bild hat. Der Zähler von dem Bruch kann faktorisiert werden in x minus 1 mal x plus 1. Da x nicht 1 sein darf, darf x minus 1 auch nicht 0 sein. Und wenn x minus 1 nicht 0 ist, dann dürfen wir hier kürzen. Das ergibt also x plus 1, aber nur, wenn x nicht 1 ist. Die Funktion kann also so angegeben werden oder so angegeben werden. In dieser Form erkennen wir sofort den Graphen. Der Graph ist die Gerade mit kartesischer Gleichung y gleich x plus 1. Das heißt, diese grüne Gerade hier, aber nur, wenn x nicht 1 ist. Das heißt, bei der Abszisse 1 ist kein Bild vorhanden. Ich habe den Punkt etwas größer dargestellt, damit man deutlich erkennen kann, die Zahl 1 selbst, die hat kein Bild durch diese Funktion. 1 hat zwar kein Bild, aber wenn wir einen x-Wert nehmen, der dicht bei der 1 liegt, dann liegt sein Bild, das heißt f von x, dicht bei dieser Zahl 2. Wenn wir dann x noch etwas dichter an 1 nehmen, dann liegt f von x dichter an 2. Und je näher x bei 1 liegt, desto näher liegt f von x bei 2. Das geht hier von rechts, das geht aber auch von links. Wenn x sich der 1 immer mehr nähert, dann nähert f von x sich immer mehr der 2. Können wir durch die kleine Animation hier deutlich erkennen. Wir sagen also, 1 hat kein Bild, aber je dichter x bei 1 liegt, desto dichter liegt f von x bei 2. Man könnte es auch so schreiben, wenn x gegen 1 strebt, dann muss f von x gegen 2 streben. Das könnte man so schreiben, aber alle schreiben Limes von f von x, wenn x gegen 1 strebt, ist 2. Der Grenzwert von f von x, wenn x sich der 1 immer mehr nähert, ist 2. Diese Schreibweise bedeutet genau das da. Wenn x sich immer mehr der 1 nähert, dann nähert f von x sich immer mehr der 2. Aber man schreibt das so. Und jetzt möchte man das irgendwie mathematisch ausdrücken. Das macht man so. Der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 strebt, ist 2. Dann und genau dann, wenn für egal welche Umgebung von 2, hier rot eingezeichnet, ganz egal wie klein diese Umgebung ist, gibt es eine Umgebung von 1, blau, hier blau eingezeichnet, sodass, sobald x in dieser blauen Umgebung von 1 ist und natürlich im Definitionsbereich der Funktion ist, muss das zur Folge haben, dass f von x in der roten Umgebung von 2 ist. Das heißt hier, für egal welche Umgebung von 2, ganz egal wie klein die ist, sind wir fähig, eine Umgebung von 1 zu bestimmen. Es genügt, sie klein genug zu nehmen, sodass alle Zahlen, die in dieser blauen Umgebung von 1 sind, ihr Bild automatisch in dieser roten Umgebung von 2 haben. Sobald x eine Zahl ist, die in der blauen Umgebung liegt, muss das f von x automatisch in der roten Umgebung liegen.
Noch einmal, der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 strebt, das ist die Zahl 2, dann und genau dann, wenn für egal welche Umgebung von 2, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine Umgebung von 1, es genügt, die klein genug zu wählen, sodass, sobald x in dieser kleinen blauen Umgebung von 1 liegt und im Definitionsbereich ist, muss das zur Folge haben, dass f von x in der roten Umgebung von 2 liegt. So drückt man aus, je dichter x bei 1 liegt, desto dichter liegt f von x bei 2. Eine Umgebung von 2 ist angegeben, sobald ihre Öffnung angegeben ist. Was also heißt, statt zu schreiben für egal welche Umgebung von 2, könnte man auch schreiben für egal welche Öffnung, nennen wir sie klein s, für egal welche streng positive Zahl klein s, somit ist die Umgebung von 2 definiert, gibt es eine Umgebung von 1, um die zu beschreiben, reicht es, ihre Öffnung von da bis da zu kennen, das heißt die Zahl von da bis da, diese Zahl nennen wir klein r und schreiben das mit den Umgebungen jetzt um mit diesen zwei Zahlen. Hier steht für egal welche Umgebung von 2. Wir sagen für egal welche streng positive Zahl s, diese da, gibt es eine Umgebung von 1. Wir sagen also, gibt es eine streng positive Zahl r, die blaue, von da bis da. So, das ist die Zahl r. Also nochmal, für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt, die klein genug zu bestimmen, sodass, sobald der Abstand zwischen x und 1 streng kleiner ist als r, der Abstand zwischen x und 1, das ist der Betrag von x minus 1, sobald dieser Abstand streng kleiner ist als r, was bedeutet, sobald x in der blauen Umgebung von 1 ist, und natürlich muss x im Definitionsbereich sein, sonst kann man gar nicht von f von x reden. Also, sobald der Abstand zwischen x und 1 streng kleiner ist als diese Zahl r, muss das zur Folge haben, dass der Abstand zwischen f von x und 2, also Betrag von f von x minus 2, streng kleiner ist als diese Zahl s. Also, um auszudrücken, je dichter x bei 1 liegt, desto dichter liegt f von x bei 2, wenden wir diese Definition an. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt, die klein genug zu wählen, sodass, sobald x in dieser blauen Umgebung von 1 ist, muss das Bild von x sich in dieser roten Umgebung von 2 befinden. Machen wir es etwas größer, damit wir es noch besser sehen können. Nochmal, je dichter x bei 1 liegt, so, desto dichter liegt f von x bei 2. Um das auszudrücken, sagen wir dieses. Das ist der Fall, dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive s, ganz egal wie klein das ist, sind wir fähig, ein streng positives r zu bestimmen, es genügt, diese Zahl klein genug zu wählen, sodass, sobald der Abstand zwischen x und 1 streng kleiner ist als diese Zahl r, muss automatisch der Abstand zwischen f von x und 2 streng kleiner sein als diese
positive Zahl s. Betrachten wir ein zweites Beispiel dazu. Die Funktion f von x gleich x plus 1. Das ist die vollständige Gerade, das heißt, da ist der Punkt drin. Jetzt ist der Punkt also grün, der gehört jetzt zum Graphen, nur ist er eben dick gezeichnet, um ihn besonders zu kennzeichnen. Hier gilt auch, je dichter x bei 1 liegt, desto dichter liegt f von x bei 2. Schön durch diese Animation zu erkennen. Also, auch hier gilt, wenn x gegen 1 strebt, dann strebt f von x gegen 2. Und wir können genau dieselbe Definition anwenden. Limes von f von x, wenn x gegen 1 strebt, ist 2. Dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt die klein genug zu wählen, sodass, sobald der Abstand zwischen x und 1 streng kleiner ist als r, sobald der Abstand zwischen x und 1 streng kleiner ist als diese Zahl r, die auch nach links zu erkennen ist, und natürlich x im Definitionsbereich, um überhaupt von f von x reden zu dürfen, muss das zur Folge haben, dass der Abstand zwischen f von x und 2 streng kleiner ist als diese streng positive Zahl s. Ein drittes Beispiel. Nehmen wir jetzt diese Funktion. Es ist im ersten Teil genau dieselbe wie unser erstes Beispiel. Nur kommt hier etwas hinzu. Im ersten Beispiel stand nur, dass x nicht 1 sein darf, das heißt, dass 1 kein Bild hat. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Das f von x ist x plus 1, wenn x nicht 1 ist. Aber wenn x 1 ist, dann ist f von x 1. Das heißt, 1 hat als Bild 1. Was in der Zeichnung bedeutet, dieser grüne Punkt da, der springt praktisch etwas nach unten. Hier ist er wieder rot, weil nicht 1, 2 zum Graphen gehört, sondern 1, 1. Das heißt, das Bild von 1 ist in diesem Beispiel diese Zahl 1. Jetzt schauen wir wieder unsere Definition. Zuerst einmal kann man sagen, je dichter x bei 1 liegt, desto dichter liegt f von x bei 2. Aber x muss dafür verschieden sein von 1. Das heißt, je dichter x bei 1 liegt, aber verschieden ist von 1, desto dichter liegt f von x bei 2. Denn wenn x genau die Zahl 1 ist, dann ist das Bild nicht mehr da oben bei der 2, sondern hier bei der 1. Was also heißt, wir können auch hier schlussfolgern, je dichter x bei 1 liegt, desto dichter liegt f von x bei 2, aber diese Zahl x darf nicht 1 sein. Je dichter x bei 1 liegt und verschieden ist von 1, desto dichter liegt f von x bei 2. Das müssen wir also in unserer Definition jetzt anpassen. Das heißt, x muss nicht nur zur blauen Umgebung von 1 gehören, sondern x muss auch noch verschieden sein von 1, denn die Zahl 1 selbst gehört zur blauen Umgebung. Deshalb schreiben wir hier, x gehört zu der Umgebung von 1 und zum Definitionsbereich, aber aus dem Definitionsbereich her schließen wir die 1 selbst aus. Was bei der 1 selbst ist, ist egal. Wir möchten nur ausdrücken, je dichter x bei 1 liegt, aber verschieden ist von 1, desto dichter liegt f von x bei 2. Deshalb haben wir die 1 selbst hier ausgeschlossen, also muss sie auch darunter ausgeschlossen werden. Und diese Definition, diese allgemeine Definition mit der 1 ausgeschlossen, die kann man auch für den ersten Fall genauso anwenden und auch für unser zweites Beispiel. Also, um solche seltsamen Funktionen zu berücksichtigen, wo ein Punkt nicht mehr an seinem Platz ist
Um wirklich eine allgemeine Definition zu haben, schließen wir die Zahl 1 selbst aus. Also x nähert sich der Zahl 1 immer mehr, immer mehr, immer mehr, ist immer dichter dran, aber niemals drauf. So können wir es verallgemeinern, und zwar der Grenzwert von f von x, wenn x gegen eine Zahl a strebt, a ist also auf der x-Achse, dieser Grenzwert ist gleich zur Zahl b auf der y-Achse, dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt, die klein genug zu wählen, sodass, sobald der Abstand zwischen x und a streng kleiner ist als diese Zahl r, das heißt, sobald x in der blauen Umgebung von a liegt und im Definitionsbereich und verschieden ist von a, muss das zur Folge haben, dass die Zahl f von x in dieser roten Umgebung von b liegt, was bedeutet, dass der Abstand zwischen f von x und b streng kleiner sein muss als s. Archimedes hatte damals zu seiner Zeit sich schon mit Grenzwerten beschäftigt. Aber diese Definition ist erst zustande gekommen nach Augustin-Louis Cauchy, französischer Mathematiker.